Eine verrückte Frau aus dem Internet hat mir ein Paket mit einem ganz besonderen Inhalt geschickt. In diesem Paket war dieses Döschen drinnen und in diesem Döschen befand sich ein ziemlich grausamer Parasit. Ich habe diese Dame kontaktiert, nachdem sie in den sozialen Medien ein Foto von einer Spinne gepostet hat. Irgendetwas war an dieser Spinne aber anders. Da war etwas dran, was normalerweise nicht an eine Spinne gehört. Eine winzige Made, die sich auch nicht ohne weiteres abnehmen ließ. Es vergingen mehrere Tage und die Made wurde immer größer und fetter. Das ist ein Parasit, der die Spinne bei lebendigem Leib aussaugt. Die Spinne merkt am Anfang noch nicht mal etwas. Sie bekommt nicht mal mit, dass da ein Parasit ist. Aber mit der Zeit wird sie immer schwächer und die Made wird immer fetter und größer und stärker. Irgendwann war die Spinne zu schwach und wurde vom Parasiten getötet. Für eine solche Spinne kannst du nicht mehr viel machen. Das ist alles ein Kreislauf, der in der Natur immer wieder und wieder passiert. Und solange diese Spinne nicht zu einer massiv bedrohten Tierart gehört oder umsonst getötet wird, greife ich in die Natur nicht ein. Nach dem Tod der Spinne fing die ganze Sache aber erst richtig an. Inzwischen war der Parasit nicht mehr bei der Dame, sondern bei mir zu Hause. Nach ein paar Tagen hat sich dieses unheimliche Wesen einen Kokon gebaut. Wenn ich den Kokon ein wenig bewege, sieht man, wie sich der Parasit im Inneren bewegt. Ich wollte den gesamten Entwicklungszyklus dieses Parasiten dokumentieren und so habe ich ihn behalten. Wenn man ein verrückter Biologe ist, macht man das so. Da behält man sich die Viecher einfach, ja? Ja, und ich sehe, die Community feiert das auch, ja? Also ich sehe uns gemeinsam als eine Community, die sich auf Entdeckungsreise macht durch die Natur, ja? Ich bin hier nur der Sprecher für alle, ja? Aber wir alle sind so wie ein Team von Wissenschaftlern. Deswegen schickt mir auch gerne die Sachen, die ihr findet, ja? Schickt mir gerne, wenn ihr irgendwas Interessantes findet, geht auf unseren Discord-Server, Link ist in der Videobeschreibung, da könnt ihr alle Fotos hochladen, ihr könnt es mit uns teilen, wenn ihr was nicht wisst, einfach nachfragen und so weiter. Wir lernen alle voneinander. So, jetzt geht's weiter. Mit der Zeit verpuppte sich die Kreatur, ähnlich wie ein Schmetterling es machen würde, und allmählich schlüpfte das finale Entwicklungsstadium von diesen Parasiten. Eine Schlupfwespe. Solche Schlupfwespen sind nicht eine einzige Tierart, sondern eine ganze Gruppe von parasitoiden Insekten. Übrigens, der Unterschied zwischen Parasitoid und Parasit ist der, dass ein Parasit seinen gesamten Entwicklungszyklus als Parasit lebt. Der ist in jedem Entwicklungsstadium ein Parasit. Ein Parasitoid ist ein Tier, das nur einen Teil seiner Entwicklung als Parasit abschließt und den anderen Teil als normales Tier, das irgendwo da draußen rumläuft oder rumfliegt. Ja? Und diese Schlupfwespen sind eben parasitoid, denn die Wespe selber ist kein Parasit mehr. Sie ernährt sich von Nektar und Pollen und so weiter, aber ihre Larve, die ist ein Parasit. Ist geil, oder? Pass auf. Ich zeig dir jetzt mal, wie der Entwicklungszyklus bei den Schlupfwespen funktioniert. Also, zuerst hast du ein erwachsenes Schlupfwespenweibchen, welches sich dann mit einem Männchen paart. Nachdem das Weibchen befruchtet wurde, sucht sie sich ein Opfer. Je nach Schlupfwespenart können das unterschiedliche Opfer sein. Hier siehst du eine Schlupfwespe, die ihre Eier in Raupen legt. Die Wespe hat dafür einen ziemlich langen Legestachel. Für die Raupe ist es nur ein kurzer Stich, ein Piekser, den sie nach ein paar Sekunden schon wieder vergessen hat. Doch von dem Zeitpunkt an ist ihr Schicksal besiegelt, denn die Wespe hat ihr ein Ei implantiert und aus diesem Ei schlüpft eine Larve, die dann die Raupe von innen nach außen bei lebendigem Leib auffrisst. Und genau das machen unterschiedliche Arten von Schlupfwespen immer wieder und wieder mit verschiedenen Opfern. Diese hier sucht sich nicht Raupen als Wirt auf, sondern initiiert ihre Eier gerade in eine wehrlose Puppe. Das ist ja noch schlimmer. Die Raupe könnte wenigstens noch irgendwie davon, aber die Puppe ist einfach, na, die hängt da. Die kann nichts mehr machen, außer so zappeln und so. Das ist brutal. Also die Natur ist krass, ja. Also die Natur ist erbarmungslos, sie ist brutal und das brutalste Wesen, das die Natur jemals hervorgebracht hat, sind wir. Diese Neoneurus vesculus bevorzugt hingegen Ameisen als Opfer. Dieses Unterfangen ist auch für die Wespe nicht gerade ungefährlich. Ameisen können ziemlich krass werden, ja, die reißen jemanden einfach in Stücke, der kleiner ist als sie. Doch die Wespe macht das so geschickt, dass sich die Ameise nicht wehren kann. Und diese hier ist noch krasser. Ihre Opfer befinden sich in Bäumen, im Holz.
Das sind dann meistens so Käferlarven, die sich durch das Holz fressen. Die fressen dort so ihre Gänge und da leben die. Und diese Wespe hat einfach einen verdammten Holzbohrer als Stachel. Ja, die bohrt mit ihrem Stachel durch das Holz durch, bis sie die Larve erreicht und dann sticht sie sie und initiiert ihre Brut. Und dann passiert dasselbe. Larve kommt raus, lebendig gefressen und das ganze Spielchen. Ja. Tja, und manche machen es eben mit Spinnen. Das Resultat ist aber immer dasselbe. Immer wird zuerst ein Ei irgendwo auf das Opfer gelegt oder in das Opfer initiiert, dann schlüpft eine Larve und diese Larve frisst dann das Opfer, die Larve verpuppt sich und dann schlüpft aus der Puppe wieder die Wespe und dann wiederholt sich der ganze Zyklus. Man kann diese Insekten auch in der biologischen Schädlingsbekämpfung einsetzen, zum Beispiel gegen schädliche Arten von Raupen oder auch gegen Läuse. Wenn man darauf achtet, dass man in der eigenen Landwirtschaft eine gute Artenvielfalt hat, geschieht sowas übrigens von Natur aus, von alleine. Da brauchst du nicht viel machen zur Schädlingsbekämpfung, weil die Natur das selber macht. Nun stellt sich die Frage, können diese Wespen auch irgendwie für Menschen gefährlich sein? Sind ihre Stiche gefährlich oder können sie ihre Eier auch in unseren Körper legen? Nun, tatsächlich können manche Arten von Schlupfwespen durchaus schmerzhaft zustechen, aber ihr Gift ist für uns nicht gefährlich und ihre Eier können sie nicht unter unsere Haut legen. Schlupfwespen sind für uns also folglich harmlos. Alles andere als harmlos sind hingegen diese Kusswanzen. Sie gehören mitunter zu den gefährlichsten Parasiten der Welt und ich habe sie mir als Haustiere geholt. Ja, und wenn du wissen willst, warum zur Hölle ich sowas mache und inwiefern diese Tiere für uns gefährlich werden können, schau dir gerne das Video an, das ich dir hier im Abspann vorschlage. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.